Willkommen zurück zu Dodo Wars hier in Ark. Arsch ist heute nicht, ne? Willkommen zurück. Ich hab die angelockt, keine Panik. Was hast du gemacht? Achso. Ich hab die angelockt, ich will die moschen. Alter Schwede, wir spielen immer noch gegen Dena und Izzy hier und da kommt noch eine zweite dazu. Oh lol. Ich hab grad gesehen. Wir töten gerade Schnecken. Schildkröten. Nee, das sind Schildkröten, ist auch egal. Ja, wir bauen hier unser Steinhaus offscreen zwischen den Folgen. Also, Dena und Izzy haben dann gesagt, jo, wir sind gerade im Fight gleich. Die haben noch nicht abmoderiert. Und die sind dann verreckt zweimal. Also jeweils einmal. Das heißt, die haben gerade noch nach unseren Berechnungen, falls sie genau sind, im Schnitt sieht man das dann nochmal besser. Ja, genau. Haben die unserer Meinung nach 14 Leben noch. Genau, 14 und wir 17. Geil. Mit der Axt, ne? Ja, ihr mit der Axt. So, wir kriegen ordentlich Leder und ich denke, wir haben jetzt den ersten Tracksattel. Ja. Machst du den dann? Dann ja, ich mach dann direkt den Mörser und auch. Genau. So, ich geb dir das. Wobei. Ja. Ich hab jetzt. Kannst du einfach in Dino tun. 53 Leder habe ich jetzt in der Tasche. Kannst du in Dino tun. Dino-Zug. Hast du mal euch geguckt, ne? Mann. Dino-Zug? Was war das nochmal? Hat er schon wieder vergessen. Beste Serie meines Lebens. Okay. Pass auf. Ja, für die Wände. Ist übrigens eine Truhe, ne? Die können wir da noch hinplatzieren. Steine. Setz die mal. Ja, mach das mal. Ich mach ein paar Wände mittlerweile. Ist gut, Alter. Ja, Steinhaus. Das wird jetzt ein Projekt, das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Ah, es geht. Wir machen es ja relativ kompakt. Es stimmt. Aber oben auf dem Berg, ja, wenn wir ganz hoch gehen, da haben wir eine Metall- und Kristallquelle. Nee, Marcel, wir brauchen noch 50 Hide. Also ungefähr 2 Schildkröten. Soll ich die jagen gehen? Für einen Sattel? Ein Sattel kostet 150. Nee, 140 Hide. Hä, hatten wir nicht? Okay, ja gut. Dann. Ja, ich mach das mal. Okay, dann mach ich das. Du kannst so weiter Steine farmen. Hier war auch irgendwo ein paar Mal sowas. Aber ich glaube, Schildkröten sind echt beste. Stein. Das muss doch sein. Wunderschön. Ich muss eher ins Wasser, weil meine Wasseranzeige geht ein bisschen rum. Okay. Ja, ich habe noch ordentlich. Also ich habe tatsächlich erst einmal getrunken bisher. Das haben wir ganz gut eingestellt. Das ist nicht ganz so nervig. Dass wir jetzt, also wenn wir in der Zeit auch noch die ganze Zeit auf Überleben achten müssen. Pass aber immer auf Dinos, ne? Ihr könnt überall Kanus und Raptoren. Ja, ich guck mal hier in der Umgebung, aber das sieht gut aus. Dein ist eine Schildkröte und ein Dilo. Da könntest du zum Beispiel hin. Jo, Parasaurus instant down. Easy. Geil. Was ist das? Jo, der gibt auch nochmal, wie viel halt? Ist das hier mit 30, 33 halt nochmal. Der glitzert so gut. 124, ich glaube, ich brauche noch ein Vieh töten, dann haben wir's. Supi! Da liegt noch ein Stehen. Ach, ist das schön. Bin richtig gut dabei. Ja, also um uns steht es gerade echt gut. Ich glaube, der Spot ist echt super. Da unten ist eine Schildkröte, ja. Sehr nice. Und wir haben halt lebenstechnisch 3 Leben vorne. Also wir könnten jetzt noch 3-mal krepieren und wären dann erst auf dem selben Stand wie Team DC. Genau, was ich letzte Folge, glaube ich, auch oder vorletzte gemeint habe, die haben halt echt so konstant ihre Ficke da. Ja, stimmt. Wir sind halt zweimal. Wir sind jetzt beide nochmal jeweils einmal gestorben. Das heißt, ja, das heißt, es ist ganz schön mies gerade bei denen. Bei denen ist echt, also dementsprechend haben die wahrscheinlich auch keine Dinos. Was, ja gut, wenn die beide. Aber das kann uns jederzeit genauso passieren. Sind die beide am Ende, also als quasi die Aufnahme aus war, sind die beide gestorben? Ja, die haben doch gesagt, die sind im Death Screen, also no okay. Chance. Weil, ja gut, dann haben die definitiv keinen Dino mehr. Weil Tod von einer der beiden kann ja auch heißen, dass sie gerade irgendwas Großes zähmen oder. Weil die waren gerade irgendwie im Kampf. Wie weit die wegkicken? Holy shit. Man kann ja spekulieren, allerdings. Oh, Alter, du brauchst so viele Steine für diese Drecksachen. Da hinten. Ich hab genug. Oh mein Gott, du bist halt. Boah. Ich dachte, da hinten sind die anderen. Ich hab genug, ich komm zurück. Safe. Ja, alles klar. Safe call. Geh nicht zu weit weg, Marcel. Ja, ich muss den auch nicht zu weit hoch. Zu den Steinen irgendwie, weil. Du kannst hier. Ja. Das ist hier, also, wenn man weit weg geht, würde ich sagen, immer die Trikes mitnehmen. Ja. Die beiden, jawohl. Ey, die sind echt so Gold wert. Deswegen wollte ich so früh wie möglich 2 Trikes halt haben, weil. Um die brauchst du dir keine Sorgen haben, machen, dass sie verrecken, ne? So wie. Ja, die halten viel aus. Dilos oder so. Die haben halt diesen Knockback, können ordentlich viel tragen. GG. So ist es. GG. Also du hast jetzt einen Sattel? Ja, ich bastel mir jetzt einen. Dann, ja, wobei, die Frage ist jetzt. Ich baue. Dann geh du hin. Warte, ich habe einen Plan, ja. Ich baue einen Mörser. Genau, du hast ja Narkotik gelernt. Dann farmst du ordentlich Narkosebären. Okay. Und ich baue derweil noch 2 Foundations. Alles klar. Ich dann kannst du weiter Wände machen und ich farm Bären. Okay. Das Ding ist, durch Narkotik levelt man halt ziemlich gut.
Boys in Groups. Also wir haben uns auf vier Dinger geeinigt, ne? Dann baue ich jetzt hier schon mal die Wände drumherum. Fünf. So, dann haben wir das schon mal. Wunderbar. Das wird sexy, pupexy. So, Trike-Sattel wird crafted. Kannst du nochmal zwei Foundations bauen? Stein-Foundations, oder? Da brauche ich, ja, kann ich gleich machen. Oh, der hat da ordentlich geschissen. Haben wir hier noch Steine? Warte, wir machen den auf den Level 59er, ne? So. Zack, ist drauf. Ich bin auch Level up. Sehr, sehr geile Schlagsahne, würde ich sagen. Oh, ja, Alter, die Schlagsahne ist wieder richtig sahnig heute. What the fuck? Das war ein krasser Sound. Da hat einer die Karten neu gemischt für uns. Was? Ja, das versteht man nur, wenn man das jetzt gehört hat gerade. Das hast du aber nicht, wie man wie es scheint. Geht so weiterhin auf Beat erstmal ein bisschen, ne? Ich? Ja, ja. Ich habe aber noch kein Level-Up wieder gehabt. Ich bin jetzt Level 16. Stimmt das? Ja. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Ich hab hier echt Schiss vor Kanos, ey. Ich bin mir jederzeit rausgefickt. Ich gehe dann mal in die andere Richtung und guck mal, was da so läuft. Aber... Ja, pass aber auf. Mhm. Die Frage ist, ob es nicht schlauer wäre oben, wo sowieso alles schon flach ist und leer, ob wir nicht da die Steine wegfahren, damit wir hier so, als ob man hier so durch den Dschungel wuschi... Ach, hast du Steine? Nee, nee, ich bin gerade selber auf dem Weg. Dann kann ich... Mir fehlt ein Stein. Ein Stein, toller Mann, der hat viel gemacht. Ja, das stimmt. Unter anderem hat er den Kühlschrank erfunden. Damit sein, ja, und die Atombombe so eingeleitet mit? Ja, aber das war ungefähr zeitgleich. Das war nur das eins wie das andere. Hast du schon was in den Truhe getan? Nee. Du hättest vielleicht mich erst die Foundation und dann... Ja, gut, egal. Ja, ich hab halt, ich bin gerade eben losgelaufen für Steine. Wo bist du gerade? Ich weiß, wo du... Wenn das Haus hinter dir ist, bin ich rechts gegangen. Okay, ich gehe jetzt den Berg hoch, weil ich habe da noch einen Stein entdeckt. Ah ja, ich sehe dich. Du bist... Ja. Auf den Berg hochgegangen. Gut, ich kann dir die Steine geben, die ich gerade gefarmt habe. Geh mal ein bisschen. Wie viele habe ich denn? 34 Steine. Das Ding ist, wir bauen eine Steinhütte. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, weil Stein kann halt kein Dino einreißen. Beziehungsweise. Also auf jeden Fall ist ultra schwer und ich glaube nur die ganz großen Dinos. Ja, da müsstest du schon. Und du müsstest mit einer Bombe draufhauen, dass sie nicht kaputt gehen. Ja, das dann bei Metallwänden. Da geht's echt nur noch mit C4. Nee, aber Stein auch schon. Überleg mal unser Raid auf unserem Community-Server. Da haben da haben die das ganze Haus zerstört. Ich bringe die 34 Steine in die Kiste hier. Wichtig ist, egal was hier erstmal ankommt, ob Kano oder sonst was, die können uns halt. Die können das Ding nicht knacken. Und die brauchen echt entweder ultra viel Zeit. Also ultra, ultra viel Zeit. Ja, ja, ja. Oder halt springen, irgendwas springen mäßiges. Okay. So, 34 Steine. Ich kann auch mal hier ein Feuer reinmachen für Fleisch. Ist das was? Ist das was? Ja, aber mach es lieber hinter dem Haus, dass man das nicht sieht, das Licht. Meinst du, das geht aus dem Haus raus oder was? Weil ich habe ja schon Wände gebaut. Ja, ich meine, also wenn, dann sind es eher vom Berg aus. Bing. Und auf der anderen Seite ist Wald, das sieht man eh nichts. Du meinst, also du willst ernsthaft hier in den Wald ein Feuer legen? Ja. Wenn die Tür zu ist, sieht man das doch auch nicht mehr. Ja, wäre ich mir nicht so sicher bei... Also ich finde das sicherer, wenn wir das jetzt hier reinlegen. Warum? Weil wenn wir die Wände einmal zu haben... Ja, und dann brauchen wir bestimmt nicht unbedingt als erstes Fleisch. Ja, aber mein Gott, ist doch jetzt voll... Ich baue jetzt hier ins Haus eins. Das ist ja jetzt... Hast du Stein? 10. Ich habe... In der Kiste habe ich Stein getan. Allerdings. Geil, lass mir das mal... reicht. Das reicht. Oh, jetzt ich dehydriere? Okay. Ja, dann isst ganz viele Beeren erstmal. Beeren, Beeren, Puperen. Hast du auch Holz? Ja. Wie viel brauchst du? Ja, wirf's mir echt mal zu. Ich brauche 13. Oh, Junge, oder kannst du mir ich, bitte. Ja, warte, ja, ich wusste jetzt nicht, dass du das schon. Weil dann ist Foundation auch durch. Okay. Dann fange ich an zu farmen. Nee, dann brauche ich ja. Okay. So. Ja, perfekto. Eine Wasserleitung hier hochzulegen, wäre vielleicht auch schlau dann. Ja, aber das ist sehr auffällig. Da kann man dann ja, ist gut, ja dann völlig lieber, aber runterrennen ist halt auch immer relativ risky, ne? Ja, aber so oft brauchen wir es ja auch nicht. Also wir können ja, wie gesagt, Beeren. Ich bin jetzt halb voll mit Beeren vom Getränk her, ne? Lass die Steine mal noch kurz da drin, denn ich brauche 60 für den Mörser. Danach okay, kannst du alle Steine haben. Achso, hast schon hingesetzt, die Foundation, okay. Ja, ich farm auch mal eben mit. Ich brauche ja sowieso übel viele Steine für die Wände. Und die Decken, da muss ich auch noch lernen, sehe ich, merke ich gerade. Kann ich das denn schon lernen? Problem ist halt echt, wenn man Steine abbaut, das sieht man so weit, ne?
Oh, hier ist schon der erste Metallklotz. Level 20 muss ich sagen. Oh, scheiße, das sind nur 3 Level. Oder kannst du die Decken lernen? Ja, das. Oder musst du die anderen 3 Decken auch lernen, ne? Die anderen 3? Ja, aber die hat mir nicht so viel. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Okay, ich baue mal mit den Steinen hier ab. Okay. Willst du schon Metall abbauen? Ja, ist jetzt. Ich brauche erstmal nur Stein so. Also da kriegt man eigentlich Metall raus mit einer Spitzhacke, gerade mit einer Metallspitzhacke dann natürlich. Ja. Aber. So, ich habe genug. Okay. Lass mal wieder zurück. Wo war es jetzt? Hier, ne? Ich guck mal, was hier noch so ist. Ob hier irgendwie. Aber die Drops, also die Drops werden wir in der nächsten Session dann anmachen. Wir gerade ziehen wir einfach nur durch. Wir nehmen jetzt noch diese und die nächste Folge auf. Ich mach mal eben den Dingens an. Dann sind wir erstmal durch für heute. Dann nehmen wir morgen erst wieder auf und da werden wir dann quasi erstmal alles, was jetzt in den ersten Folgen an Fragen aufgeworfen wurde, fixen. Wo bin ich denn jetzt hin? So ist es, so ist es. Stimmt, die schwer zu sehen, nice. Die, ja, die Drops habe ich auch völlig vergessen. Ja, genauso wie Friendly Fires an. Ja, das ist uns auch aufgefallen. Das wollten wir eigentlich nicht, aber gut. Okay. Du baust jetzt noch ein Dingens. Tue ich schon mal Metall hier rein. So, jetzt kannst du alles verwenden. Okay. Ich split schon mal das Fleisch auf. Alles klar. Dass das gut verfickt. Verfickt, das ist immer wichtig. Sollte man immer dran denken, ne? Immer, ich glaube, ich muss echt kurz ans Wasser einmal. Die Suppe kurz verficken. Oh, wir brauchen auch unbedingt ein Bett, Marcel. Oh, ja, haben wir immer noch nicht, ne? Ja, warte, dann fahr mich erstmal. Ja, sonst hast du den Sattel jetzt schon gebaut. Ach, der hat schon den Sattel. Oh, scheiße. Okay, dann fahren wir noch mal ein bisschen Leder. Aber ein Bett braucht, glaube ich, nur 60. Warte. Ja, wir haben noch 11 im Inventar hier in der Kiste. Bett braucht. So, hier ist Feuer. 40. Komm, das sind 2 Schild. Ich mach das kurz. Okay. Mach du da mal hier noch weiter? Ja, mach. Da oben war doch eben auch eine Schildkröte. Schildkröten sind da echt Wolf. Wie viel Zeit haben wir noch? 6 Minuten 50. Allerdings sind das vielleicht 30 Sekunden verkackt, weil ich wieder vergessen habe. Ah ja, dann, ja, stimmt. Ich habe ja hier oben die Aufnahme, aber wir haben ein bisschen später angefangen als die anderen, deswegen. Ja. So, hier, Lightfire. Ich gehe, glaube ich, sogar zum Strand runter, aber weiter. Komm, also, was ist denn hier mit den Dodos? Die hauen doch auch immer übel aufs Maul, was Leder angeht. Naja, nur so wenig. 11 Leder für ein Dodo. Oh, okay. Never mind. Okay, boah, Level 92 Dodo, Alter. Okay, der bringt natürlich einiges. Ja, gut, 13. Okay, jetzt haben wir insgesamt. Wie ist der aktuelle Zwischenstand? Bitte einmal in Kasse 13, danke. Der aktuelle was? Wir haben die Wurst jetzt geschnitten. So, hier ist ein Dilo. Soll ich den? Ich weiß nicht, ich hab Angst. Ich muss den aber jetzt machen. Nein, welch Level ist der? Ich sehe, ich kann. Ist der Zwischenstand oder wie? Ich komm. Achso. Wir haben 17 und ihr 14. Okay, der Dilo. Okay. Was? 17, 14? Seid euch das sicher? Dann haben wir. Jo. Echt? Okay, er haut ab, ist Level 8. Okay, den mache ich. Wir nehmen ihn in die Mangel. Mangel? Oh, toll. In dem Moment riecht mein Scheißspeer, Alter. Drecks. Hey! Hi! Pass auf, Junge. Du hast mich übel geboxt. Hey, das ist meiner. Wie viel Leder hast du jetzt? Wir haben jetzt um die 40, glaube ich. Wie viel hast du? Ich guck gerade in die Kiste. So, hier 48 haben wir. Ja, gut. Dann baue ich das Bett. Perfekt. Gut, nice. Dann gehe ich wieder zu den. Sehr, sehr, sehr gut. Da hinten ist auch noch eine Schildkröte, aber brauchen wir nicht. Ich brauche jetzt Tetch, Fiber und Wood. Kannst du hier alles Tetch, was du hast? Ja, weil habe ich alles. Wie viel brauchst du von allem? Der Junge hier ist Level 99 up. Tetch habe ich. Fiber habe ich 184 und Wood liegt 55 noch drin. Das sollte, glaube ich, reichen. Ja, ich habe ja auch noch was. Relight Fire. Nice, wir haben Bett. Geil! Und ich bin voll Leder. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich nicht. Ich habe nur eine Hose und Handschuhe und die sind auch schon leicht angeschlagen. Obwohl, nee, die sind. Ah, na gut. Die sind na gut. Okay. Bauen Sie das Bett. Da liegt es schon. Sexy. Okay. Sexy Fleisch. Mach mal dir nicht zu viel Fleisch, weil wir brauchen für die Narcotics ordentlich. Ja, stimmt. Wieso haben die jetzt nachgefragt, wie viel Leben wir haben? Stimmt, für die Narcotics kann ich schon mal Gammel-Scheiße machen. Genau. Gammel. Warum? Ja. Das habe ich selber nicht verstanden. Muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Ich habe keine Ahnung. Wir haben noch 4 Minuten.
Ja. Vielleicht haben die es aber vergessen und haben. Ach, ist auch egal. Ich vermute gar nichts mehr. So, Bären werden wir auch nachher genug haben. Ich würde dann demnächst mal versuchen, Raptoren zu zählen, dass wir. Ah, ja. Das Gammelfleisch immer in den Boy hier legen. Alter, wir haben so viel Fleisch, holy shit. Ja, aber wir müssen die Wände beide bauen. Wir müssen mindestens die untere Etage fertig kriegen. In der nächsten Folge, weil ich. Also, nächste Folge. Danach die Folge, also quasi. Folge 8 wäre dann erst morgen die Aufnahme. Und so lange würde ich ehrlich gesagt nicht warten. Ich will hier das Safe raus. Oh, jetzt ist die. Ah, oh, nee, komm. Wie ist das bei dir mit Doorframe und Tür? Kannst du das jetzt lernen oder nicht? Doch, doch. Also Holz habe ich, aber die anderen, die muss ich noch holen. Ach, stimmt, Doorframe. Nee, ich meine, Level schon geschillt. Ja. Door. Okay. Oh, Level 20. Nein. Und ich habe noch... Welches Level bist du? 2,5 Level noch. Ich bin Level 17. Komm her, du kannst Narcotics machen. Ja, okay. Leg's hier rein. Warte, ich muss mal eben hier für die Axt ein bisschen Tetch. Okay. Also, haben wir schon so viele Bären, dass das reicht? Ja, du kannst ein paar schon mal machen. Das gibt dir... Wir haben 65 okay. Jetzt. Vielleicht hast du noch welche. Ich habe, glaube ich, keine... So. Doch, 16 habe ich noch. Okay, dann Narcotics. 16 Stück kann ich machen. Oh, nice. Das gibt das nämlich lecker EP, Leute. Oh, sehr schön. Und dann haben wir automatisch Narko-Pfeile, mein Sohn. Ja. Und dann können wir Raptoren zähmen, eigentlich relativ easy. Vielleicht auch ein Low-Level-Kano. Genau. Auf jeden Fall generell ja. Alles einfach. Und dann können wir mal zum Angriff einläuten, denke ich. Wenn die jetzt wir schon ein bisschen ahead sind, sollten wir das ausnutzen. Ja. Also wirkt so, als ob wir ahead wären. So. Wobei... Also ich würde jetzt erstmal, wenn überhaupt, würde ich das Haus fertig bauen und dann gucken, wo die sind. Ja, ja, deswegen. Mit Raptoren können wir gut scouten. Also angreifen würde ich jetzt noch nicht. Wo, wann können wir die scheiß Pfeile denn? Ah, Level 20 auch, okay. So, ja, ihr seht, naja, das geht ganz gut hier. Das lübt. Aber ein paar mehr Bären wären geil. Bist du gerade am Farmen noch? Ja, ich mache eine Schildkröte und dann farme ich mit dir noch ein bisschen Stein. Narko. Oder Bären, ich kann auch Pfeile. Dingens, Bären sammeln für dich. Das wäre geil. Das wäre geil. Ich glaube, da gehst du einmal kurz farmen und dann habe ich Level 20 an Bären. Ich bin. Oh oh, was ist da los? Ja, ich baller hier nur ein paar. Ach, du bist direkt für Leder, dass wir dich mal voll Leder bekommen. Oh, Käse, Popese. Du schöner Boy. So. Und da ist er. Immer noch nicht Level 18, aber fast. Also fast ist gut. So. Narcotics tue ich mal hier so lange rein. Zack. Auf das Holz. So. Oh, Level 96, die Schildkröte. Ja, die gibt dann vielleicht ordentlich. Ich sammle dann so lange auch noch mal ein paar Bären. Wobei, das macht jetzt nicht allzu viel Sinn, ne? Soll ich mit drauf? Ne, ist auch doof. Da machen die schon. Das passt. Das passt. Unser Level 60 Daddy knallt die. Daddy! Daddy cool! Oh, 50 Sekunden noch, scheiße. Okay. Alter, 96, holy shit, ey. Holy shizzlalilalilal. Schöne Socken. Oh, perfekt zum Abschluss. So, ich bastel dir mal Ledersachen. Ja, mach das mal und dann... Was brauchst du noch? Ich brauche außer Hose und Handschuhe, glaube ich, alles. Jawohl. Also, Brust. Genau, Brust, Hut. Hut und Schuhe habe ich. Und Schuhe, sehr gut. Pack ich dir in die Truhe. Merci! Dass es dich gibt. Dass es dich gibt. Es sieht echt gut aus für uns. Ich bin sehr zufrieden. Ja, wenn wir das Haus fertig haben, sind wir eigentlich schon Gewinner. So, ist in der Herzen. Habe ich an. Soll ich schon mal ein paar Narkosepfeile bauen? Ja, mach das mal. Das gibt mir auch nochmal EP. Vielleicht bin ich dann schon Level up, aber ich denke nicht. Achso. So, Timer abgelaufen. Jetzt können wir nur noch auf die anderen hören, was die gerade haben. Ja, weil wir haben ein bisschen später angefangen. Genau. Hier sind keine Narko. Ich habe nochmal 115 Gammelfleisch. Ich hole da mal eben nochmal ganz schnell ein paar Narko-Bären hier in dem Busch. Ja, stimmt, das kannst du ja machen. Ich habe so viel. Fuck, ich habe es gerade weggeworfen aus Versehen. So, 9. Oh, das gibt doch nicht so viel, wie ich dachte. Schade. Harvesting ist in Ordnung. Ja, ist jetzt annehmbar, ne? Aber ich glaube, bei uns haben wir. Also, wie gesagt, ich tue das Gammelfleisch immer in die Dinos rein. Ja, ja. Weil da hält es länger. Jetzt farme ich gleichzeitig noch Holz, das ist nicht so geil. Okay, Narko. Boah, hier die, diese Bambus-Dinger, die werden jetzt ein Gewinn, weil die hauen richtig raus, Alter. Bambus-Dinger? Ja, es gibt so eine Bambus,
ja, wie soll ich sagen, diese so Bambus-Stöcker kennst du, ne? Hoppla. Ja. Die stehen halt irgendwo im Wald und wenn du die mit einem Track abfarmst, da kommen halt auch Bären dann raus und aber dann wieder dreifach oder so. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja, dann tu doch alles, was in dem Track ist, in den anderen Track. Hier sind Bambussträucher ordentlich, hier oben. Nice! Okay, warte, ich mache hier eben, ich kann... Warte, ich habe ja den Spartakus hier gerade am Start. Ja, dann mach das mal. Gut, hier kann ich nochmal 8 machen und dann bin ich definitiv Level 8. Okay, die haben tatsächlich noch nichts geschrieben, ne? Wollen nee. Die soll ich mal fragen, wie es aussieht? Ja, mach mal. Wie sieht's aus? Oh ja. Haben die das geedit? Was haben die? Ach so, nee, das ist schon länger. Also, weiß ja, nicht, erst seit kurzem. So, oh ja, ich bin gleich Level up. Level 18, dann brauche ich noch 2 Level bis Level 20 und dann tschüss. Ja, ich kriege echt gut. Gut, ich gehe nochmal auf Movement Speed, dann bin ich auf 106%. Jetzt kann ich noch was Neues. Nö, Dinosaurier Gateway brauchen wir vielleicht nicht. Das ist PvP mal ganz wichtig. Supi. Hat jetzt echt Supi geschrieben? Könnte nicht besser laufen. Was? Hä? Haben die vergessen, einen Timer anzumachen oder was? Ja, läuft Supi, Leute. Läuft Supi. Sind gut drauf. Wir haben immer Spaß dabei. Fuck, ich sehe nichts. Ich glaube, die. Oder die sind gerade. Haben keinen gestellt. Ja, GG. Leute, wir sind drüber. Jo, geht Leute, so nicht. Wir müssen aufhören jetzt, hier reicht langsam, oder? Ja. Bei uns ist jetzt auch mittlerweile alles safe. Wir kommen dann einfach gleich vorbei. Okay. Bring nee, Kuchen mit. Morgen sehen wir uns, ja? Mit ja, mach dir mal. Ja, wir haben gut. Genug Wurst für alle, ne? Es ist auch Suppe da. Frau Rosemüller wird an Kasse 2, Frau Rosemüller. Bum, bum. So, wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Bye, Max. Tschüss. Tschüss. Das war geil. Ja. Ich liebe euch. Das erste Fundament ist gesetzt und somit auch der Grundstein für unser neues Heim. Ja, der Plan eines Steinhauses steht, ja, und unsere Mini-Armee passt ein bisschen auf uns auf. Mal sehen, ob das so fruchtet, ja. Das seht ihr natürlich dann erst in den nächsten Folgen. Und die nächste Folge, ja, die morgen kommt, die könnt ihr euch da schon anschauen, wenn sie online ist. Alternativ guckt euch die letzte Folge nochmal an, wenn ihr euch fragt, lol, wie sind die da jetzt hingekommen? Die ist dann da unten. Klickt da einfach drauf. Oder auch nicht. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss.